Und hallo wieder bei Batman im Arkham Asylum. Betthöhle haben wir gefunden. Schauen wir mal, was wir jetzt finden. Auf jeden Fall hat unsere liebe Ärztin Dr. Penny irgendwas. Scheinbar eine Zeit lang auf jeden Fall gemeinsame Sache mit dem Joker gemacht. Lasst euch gegen der Fledermaus keine Sorgen. Ich habe auf dem Weg ein paar Überraschungen vorbereitet, falls er sich dazu entschließen sollte, uns den Boss zu verderben. Oh, und wenn ihr in der Dunkelheit einen Schuss hört, keine Angst. Es besteht kaum ein Risiko, dass ihr verletzt werdet. Ich bin hinter der Fledermaus her. Naja, vielleicht wollt ihr noch eure Krankenversicherung überprüfen. Obwohl, ihr habt ja gar keine. Scharfschütz. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Okay, das sieht hier alles gerade nicht so gut aus. Da muss ich mal kurz weg. Wenn Leute auf mich schießen, das mag ich nämlich nicht so sehr. Oh, what the fuck? Ja, doch. Sag mal. Muss erstmal irgendwie aus der Schusslinie. Verdammt. So. Und jetzt mal kurz. Ein bewaffneter Gegner. Der ist da oben. Der kann mich hier nicht mehr erwischen. Da werde ich aber vermutlich auch nicht mit dem Batarang hinschießen können. Aber vielleicht. Nee, auch nicht. Damit erst recht nicht. So, Batarang. Never. Okay, der kann mich hier nicht erwischen. Wenn ich vielleicht da ganz oben drauf gehe und ihn dann von oben erledige. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. So, hinauf. Schleichen wir uns mal an. Und. Ne, ich will nicht runterklettern, ich will ihn mit dem Gleittritt erledigen. Aber das. Ah, doch, das geht. Hallo? Oder sagen wir mal, das hätte gegangen. Bis gerade eben. Okay, er geht wieder dahin. Ich möchte eigentlich ungern runterfallen, ohne ihm direkt eine zu verpulen. Ah, geht doch. So. Damit ist der blöde Schütze ausgeschaltet. Sehr schön. Das heißt aber immer noch, dass ich verdammt wenig Lebensenergie habe. Und wenn ich da unten jetzt mal fröhlich reinhüpfe, dann ist das nicht ganz ungefährlich. Aber was soll's? Helden sind dafür, um. So, so. Ach, die Scheiße. So, so, so. Ach, fuck. Und ich sag noch, das ist nicht einfach. Ich grüße meinen gefallenen Feind. Ja. Witzig. Äußerst witzig. Ding Dong. Hier ist wieder Joker. Macht euch wegen der Fledermaus keine Sorgen. Ich habe auf dem Weg ein paar Überraschungen vorbereitet, falls er sich dazu entschließen sollte, uns den Spaß zu verderben. Oh, und wenn ihr in der Dunkelheit einen Schuss hört, keine Angst. Es besteht kaum ein Risiko, dass ihr verletzt werdet. Ich bin hinter der Fledermaus her. Naja, vielleicht wollt ihr noch eure Krankenversicherung überprüfen. Obwohl, ihr habt ja gar keine. Scharfschütze. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. So sieht's aus. So, da ist einer und da hinten ist einer. Werde ich erstmal den hier jetzt versuchen, relativ lautlos zu erledigen. Und dann direkt den auf der anderen Seite. Der guckt jetzt hier gerade rüber. Das ist natürlich nicht ganz so optimal. Guck mal woanders hin. So. Jetzt schalten wir den aus.
haben wir. Aber da hinten komme ich noch nicht hin. Dafür reicht mein Seil nicht. Okay. Vielleicht doch mit dem... keine Ahnung, wie das Ding noch heißt. Der Batclaw. Ne, eher nicht so. Gut, dann hüpfen wir hier mal rüber. Na, komm. So. Und ziehen uns dort nach oben. Aber ganz nach oben. Und machen den Gleittritt. Na komm. Bleib doch mal liegen. Ja. So. Feierabend für dich. Auf dir meine Krankenversicherung. So. Und dann da unten. Direkt mal mit einem Gleittritt rein. Schönes Ding. So, und auf geht's. Die Jungs verhauen. Den hier mit so einem Betäubungsangriff und dann auch verhauen. Zack, haben wir. Nächsten. Ach. Ach, es ist doch nicht einfach. So. Ja. Liegen die jetzt alle? Das wäre schön. Tun sie. Okay. Dann haben wir das hier geklärt. Was ist da? Achso, Intensive Treatment. Hm, da hinten müssen wir hin, in die Villa. Okay. Da waren wir schon mal. Das heißt, da... Ne, Moment. Arkham West? Moment. Hinter uns, okay. Also hier entlang. Und rüber nach Arkham East. Die Fledermaus! Ja, die Fledermaus verhaut dich jetzt. Ich mach dich ab! Nee, machst du nicht. So, noch jemand ohne Fahrschein. Du zum Beispiel oder du. Brauchst wieder Sonderbehandlung. Zack. Komm. Okay. Da liegt doch der Mann im roten, orangenen Anzug. Was soll die Scheiße denn? Wart mal. Kann ich hier runterholen? Macht man doch nicht sowas. Wo sind die Bewaffneten? Da? Kann ich hier nicht durch? Ach, oh, okay. Gut, das ist nicht so wild, wie ich erst dachte. Ziehen wir uns da mal hoch. Ich verliere die Männer so schnell, dass ich gar nicht mit dem Ziel nachkomme. Ich wette, die Fledermaus ist hier. Ist sie. Nee, was soll das denn? Ach, scheiße. Das war nicht der Plan. Ach, fuck. Oh. Übersehen. Sehr gut. Nehmen wir gleich mal mit. Leicht. Sogar ein Blinder wäre darauf gestoßen. Ja. Dann hättest du besser verstecken müssen, du Eimer. So, der scheint Platz zu sein. Wo sind die restlichen? Da ist noch einer. An den kann ich aber auch rankommen. Achso, der ist auch noch da. Sehr gut. Alle verfügbaren Psychos, Killer, Verstümmelte und Mörder, die sich noch nicht in der alten Villa befinden. Beeilt euch gefälligst, ihr Idioten, bevor ich euch selbst an die Fledermaus verfüttere. So. Und jetzt hat der uns natürlich gesehen, ist klar. Das heißt, mal rennen.
erstmal in Sicherheit begeben. Er zielt ein bisschen woanders hin. Sehr gut. Hä? Wieso kann ich den jetzt nicht springen? Na gut, dann nicht. Ist ja kein Problem. So, dann gehen wir da ganz nach oben hin. Zip. Hinauf. Wo ist denn der Gegner? Da ist der Gegner. Ah, der kommt schon. Und dann sind da noch zwei, ne? Ja. Okay. Na komm, beweg dich. Ach, na gut, wenn du nicht willst, dann halt auf die gute alte harte Tour. So. Ich hätte noch Lotus ausschalten können. Aber das kann ja jeder. So. Der liegt. Jetzt ist die Frage. Die stehen da oben und zielen fröhlich in der Gegend rum. Okay. Oh, das ist nicht so gut. Also im Sinne von überhaupt gar nicht gut. Ja, ja. Ach. Puh. Also wenn ich um die Kante drum bin, dann... Ah, wenn ich schleiche, dann sehen sie mich auch nicht. Sehr gut. Da kann ich vielleicht was mit dem Ding hier machen. Aber vielleicht auch nicht. Fuck. Okay, dann komme ich ein Stückchen wieder weiter vor. Und hier bin ich doch genau unter denen. Hole ich mal kurz die Batlaw raus. Ach, Quatsch. Eine Batarang. So. Ich weiß echt nicht. Soll ich das riskieren? Ich meine, das wäre schon cool, die da oben runter zu ziehen, aber ist halt auch nicht komplett risikofrei. Wo wir gerade von komplett risikofrei sprechen. Zack, Gebiss weg, zack, ey. So, ach komm, dann lass sie da oben stehen. Ich gehe mal rein. Sieh mal, wer das ist. Ja, der große böse Batman. Los, komm und hol uns. Sieh ihn dir an, wie er da steht. Musst du keine Katze von einem Baum retten oder sowas? Stimmt, und jetzt hau ab. Wir kontrollieren hier alles. Joker wird dich fertig machen. Nö. Ich hab mir gedacht, ich bleib und ich mach den Joker fertig. Was hältst du denn davon? Okay, da kann ich nichts durchwerfen. Okay. Das scheint vielleicht noch nicht ganz der richtige Weg zu sein, um in die Villa zu kommen. Also gehe ich wieder raus. Bestimmt auch wieder übers Dach oder so. Aber es bleiben immer noch ein paar Problemchen, nämlich über uns hauptsächlich. Es muss einen anderen Weg reingeben. Es gibt immer einen.
Ich muss nur suchen. Ja, das versuche ich ja quasi gerade. Bitte haltet während eures Dienstes Ausschau nach irgendwelchen fliegenden Schädlingen. Ich habe gehört, hier kommt es von Zeit zu Zeit zu solchen Verseuchungen. Ja. Habe ich auch gehört, hauptsächlich in Form von Jokern. Ich werde mal versuchen, ob ich da... Ups. So. Das sieht doch so schon mal nicht so schlecht aus. Vielleicht komme ich von hier aufs Dach. Jawohl. Und jetzt rennen wir hier mal... Ah, erstmal holen wir uns dann die Riddler-Trophäe. Ui, so. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo eine Schwachstelle finden. Damit wir in die Villa vernünftig reinkommen. Denn Haupteingang läuft scheinbar ja nicht. Okay, da geht's nicht rum. Dann nochmal kurz auf der anderen Seite gucken. Aber ich habe so das Gefühl, da wird es genauso wenig rumgehen. Auf jeden Fall wird da nichts sein. Nee. Okay. Kann ich hier denn rüber? Jawohl. Wenigstens das. Das heißt, auf dieser Seite von dem Gebäude ist schon mal so erstmal nichts zu finden. An Eingängen. Warum ist da hinten das Gitter offen? Soll uns das irgendwas sagen? Eher nicht so. Okay, dann muss ich da vorne die beiden tatsächlich... Na, obwohl... Okay, da komme ich nicht rein. Da vorne doch die beiden nochmal eben erledigen. Und das wird natürlich jetzt eine etwas tricky Angelegenheit. Auch wenn unsere Lebensenergie schon wieder ganz gut gestiegen ist. Aber... Naja. Oben ist auch was anderes. So. Okay, jetzt kann ich die Bettlaw benutzen. Und der andere hat gar nicht mitgekriegt, was da passiert ist. Sehr schön. Ja, ja. Ich probiere mal den normalen Batarang. Okay, also wenn die beide unten liegen beim nächsten Mal, dann werde ich runtergehen. Also jetzt. Und umhauen. So, down. Und down. Hoffe ich. Noch nicht ganz. Jetzt aber. Down. Und jetzt geht das alles ein bisschen schief. So, der ist auf jeden Fall platt. Sonst wäre die Sequenz nicht gekommen. Und der andere müsste auch. Sehr gut. So. Dann haben wir uns derer ja schon mal entledigt. Und da sieht es doch nach einem Eingang aus. Blitzen wir mal dort hoch. Gehen wir hier runter. Vielleicht komme ich von hier aus jetzt. Nee. Aber immerhin, hier habe ich einen neuen Bereich entdeckt, da war ich auch noch nicht. Warum war ich noch nicht da? Weil er sinnlos ist, oder wie sehe ich das?
Also es wäre schon cool, wenn ich jetzt mal was rausfinden würde hier. Ich weiß ja nicht mal, bis wo das Gebäude geht. So, da geht's nicht mehr drauf. Sag mal, das ist doch nicht... Das ist doch nicht wahr hier. Das ist doch, kann doch so schwer nicht sein, hier mal einen Eingang zu finden. Hm. Ach, alles klar. Jetzt habe ich es gesehen. Hat ja ein bisschen gedauert. Gebe ich ja sogar auch gerne zu. Also gerne nicht, aber ich gebe es zu. So, hochklettern. Nicht den Batarang, sondern die Batclaw. Und... Nein! Ach. So, jetzt aber. Das wollen wir aufhaben. Genau. Komm, kräftig, Junge. Und jetzt wollen wir uns da hochziehen. Es geht doch. Und hinein ist Schöne. Hallo Jungs, ich bin's mal wieder. Bitte denkt dran, euch gut um all unsere Geiseln zu kümmern. Tod bringen sie uns nichts. Und da sind wir drinnen. Und in der Villa machen wir beim nächsten Mal weiter. Ciao.